Hey Leute, ich bin's wieder, eure Genie von Paintomancy. Und wir haben es endlich geschafft, wir haben 1000 Abonnenten erreicht. Scheiße. Und dafür gibt es heute ein besonderes Video. Außerdem veranstalten wir ein kleines Gewinnspiel zusammen mit PK Pro und dem Taschengelddieb, dazu aber am Ende des Videos mehr. Außerdem haben wir jetzt Patreon. Dort könnt ihr uns unterstützen und somit ermöglichen, dass wir weiterhin solche Videos machen können. Da aber am Ende des Videos nochmal mehr dazu. Also meine Idee war ja, dass wir so eine super krasse Special-Episode machen, wo wir uns dann so eine mega fette Villa mieten. Dann kommen wir so mit so richtig dicken Autos an. Und dann im Eingangsbereich, ne, steht so ein riesiger Eisskulpturen-Detlef, der so eine 1000 hält oder sowas. Also so richtig geil. So ein super geiles Sub-Special. René, wir haben 5 Euro Budget und wir haben schon 10 Euro für Party-Deko ausgegeben. YouTube mit dem Thema Tabletop zu machen, war schon irgendwie immer so ein bisschen mein Traum gewesen. Nur hatte ich weder irgendwie den Platz dafür, noch die Zeit, noch irgendwie ja, ein bisschen das Selbstvertrauen, um das wirklich zu machen. Und als wir uns dann mit dem Bemalstudio, auch das, die Werkstatt dann geholt haben, da wusste ich irgendwie, das ist der Zeitpunkt. Jetzt machen wir das einfach. Im Endeffekt fing also das Ganze vor 4 Monaten an, als ich Genie dann, ja, als wir dann die Werkstatt hatten, so ein bisschen vor die Kamera gezogen habe und gesagt habe, komm, wir machen das jetzt. Moment, jetzt bist du scharf, warte. Ja. Sicher? Ja, ich muss nur näher ran. So. Willst du nicht das Stativ benutzen? Nee, dann ist das realer, so. Weißt du, weil so denken alle dann so, ja, das ist irgendwie professionell oder sonst irgendwas. Nein. Ja, nee, ich glaube, das funktioniert so. Ja, das ist gut, guck mal, ist von hier. Übel der gute Kamerawinkel, so. Guck mal, so und dann... Ist es scharf? Ja, ist hier scharf. Hier jetzt auf das Silber. Ja, ist scharf. Ja, sicher? Ja, ich muss nur mit der Kamera näher dran, damit das näher dran ist. Okay. Der Stuhl ist scharf. Da haben wir gemerkt, dass wir jemanden brauchen, der das ganze Film besser kann als wir. Aber zum Glück kannten wir da jemanden. Ja, Herr Goldmann, ich muss schon sagen, Ihre Referenzen sprechen natürlich für sich, aber viel wichtiger, Ihre Gehaltsvorstellung. Was denken Sie? Das Wichtigste ist mir natürlich der Spaß bei der Sache. Allerdings sollte ich schon meine Kosten davon decken können. Ursprünglich wollten wir eigentlich nur ein YouTube-Video machen, das unsere Bemallevel erklärt, damit unsere Kunden, wenn sie auf der Website sind, sich das anschauen können und einen besseren Überblick bekommen. Ja, das Video wurde jetzt nicht wirklich was und ist jetzt auch irgendwo ganz, ganz tief in den Paintomancy-Archiven verschollen. Aber es hat echt verdammt viel Spaß gemacht, das zu filmen. Also haben wir uns gedacht, ja komm, machen wir das jetzt einfach. Als René und Genie mich gefragt haben, ob wir das mit YouTube machen wollen, hatte ich total Bock. Denn es gibt ja noch gar nicht so wahnsinnig viel Tabletop-Content auf YouTube, wie jetzt zum Beispiel im Bereich Gaming oder so. Und deswegen gibt es da einfach noch viel Raum für neue Formate, die es noch nicht gibt. Und da haben wir so ein bisschen unsere Nische gefunden, wo wir auch noch viel rumprobieren können. Die Schwierigkeit für mich am Anfang war, wie drehe ich die Videos eigentlich? Weil ich bin zwar ausgebildeter Mediengestalter, aber so Tabletop-Miniaturen sind dann doch nochmal ein sehr spezielles Motiv. Die Frage war also, wie komme ich möglichst nah an das Modell ran, während Genie und René auch noch malen? Und wie bleibt das Modell die ganze Zeit auch noch scharf? Als ich mich da dann aber so ein bisschen reingearbeitet habe, ging das tatsächlich ganz gut. Also guckt euch vielleicht mal nochmal unser allererstes Video an und eins von den neueren, da ist schon viel passiert. Wir haben also überlegt, was für eine Art 1000 Abonnenten-Special-Video wir machen könnten. Und sind dann dazu gekommen, dass wir ein Behind-the-Scenes-Video machen, dass ihr auch einfach mal sehen könnt, wie entsteht so ein Video bei Paintomancy. Normalerweise entsteht so ein Video in 3 Tagen. Wir haben immer den Dienstag, das ist so unser Drehtag. Da schaut der Ruben dann vormittags vorbei und dann setzen wir uns erstmal nach unten. Oft planen wir dann noch zusammen den Ablauf des Videos oder verändern noch so ein paar kleine Sachen. Und meistens kommen dann auch die Ideen für die Einspieler, während wir dann nochmal das ganze Video besprechen. Diese Woche steht ein Battery-Port an und ein Bemal-Tutorial. Ja, und das Video hier halt, und zwar unser 1000-Abonnenten-Special.
Und das Wichtigste ist für uns dabei, dass wir da wirklich mit Spaß rangehen und nicht irgendwie versuchen, auf Krampf irgendwie einen Einspieler zu forcieren oder sowas. Also, wenn wir eine Idee haben, cool. Und wenn wir keine Idee haben, auch cool. Mit unseren Battery Ports wollten wir direkt von Anfang an mehr in so eine Richtung gehen wie 40k in 40 Minutes. Das hat uns total viel gefallen und wollten halt generell so ein bisschen aufwendigere Battery Ports produzieren, die so ein bisschen ja, kompakter sind. Battery Ports bringen die großen Klicks. Unser Vorbild für die Battery Ports war so ein bisschen 40k in 40 Minutes. Also wir wollten einfach, dass die Videos kompakt sind und gut verständlich. So dass vielleicht auch jemand, der noch gar nicht so viel mit Warhammer 40k zu tun hat oder das vielleicht noch gar nicht kennt, die Videos verstehen kann und damit Spaß hat. Natürlich sind wir noch längst nicht an diesem Punkt, aber das ist gerade so ein bisschen unsere größte Baustelle. Wie kriegen wir das effektiv und schön hin? Aber wir sind da zuversichtlich, dass wir da bald regelmäßiger was machen können. Ruben, wir haben immer noch kein Stativ für den Baustrahler, ne? Also von daher, wo soll ich das festmachen? Ja, tape den einfach an die Decke. Dein Ernst? Alleine hier das Setup für einen Battery Port aufzubauen, war schon echt eine Herausforderung an sich, weil wir haben uns halt die ganze Zeit gedacht, wie kriegen wir überhaupt eine Kamera an die Decke? Mit zwei Winkeln, die wir dann einfach in die Decke knallen. Oder mit einem Holzschuh oder so, weißt du? Ja, oder Sekundenkleber. Oder das hält nicht. Kannst du mich verarschen? Unter welchen Umständen eigentlich dieser erste Battery Port entstanden ist. Also wir haben dann irgendwie um 16 Uhr angefangen, diesen Battery Port zu filmen, mussten um 19 Uhr allerdings los, weil wir da das Geburtstagsessen von Bobo hatten. Und wir hatten da ja dann nur die eine Kamera für einen Topshot und eine einzige Kamera, womit Ruben dann versuchen musste, Würfel, uns und das Spielfeld zu filmen und alles gleichzeitig. Und wir haben gedacht, ja 1000 Punkte, das geht doch irgendwie locker hin. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Das war einfach, der Ruben war wirklich am Film und war so, Leute, ich kriege hier gleich einen Herzinfarkt. Ich muss überall hin und alles machen und Und wir mussten das durchziehen. Und dann hatte ich auch noch Heuschnupfen. Und das war das Schlimmste überhaupt, weil ich hatte ja ein Mikro an. Und dann durfte Ruben sich wahrscheinlich 2 oder 2,5 Stunden Material anhören, wie ich die ganze Zeit so mache. Und an der Stelle, Ruben, wenn du das im Schnitt siehst, es tut mir sehr leid. Regen, ne? Genau, ist alles schleimig. Ginny war auch noch total schlecht gelaunt, weil die hatte eigentlich gar keine Lust mehr, 8. Edition zu spielen. Und dann hat sie dann noch diese Nörgel-Armee gespielt, die sie eigentlich cool fand. Und dann hat sie ja mega schlecht gewürfelt und die war richtig traurig. Also es war nicht gespielt oder so, sondern die war wirklich, wirklich total traurig darüber, dass sie dieses Spiel so verwürfelt hat. Ne? Und meine Schadenfreude war auch echt. Dann habe ich jetzt mal 9 Fünferretter. Ach du Scheiße! Wir hatten halt diesen Topshot von oben und eine Handkamera. Das waren halt eh schon zu wenig Kameras und dann war noch das Problem, dass die Handkamera nicht so lange am Stück aufnehmen konnte. Das heißt, ich hatte am Ende 1 Million kleiner Puzzleteile, die alle per Hand in die richtige Position gebracht werden mussten. Und das Trauma sitzt tief. Als der Battery Port dann durch war, mussten wir ja sowieso alles wieder aufräumen, also haben wir dann daraufhin das Malvideo gedreht. Warum machen wir eigentlich Bemalvideos? Also erstmal habe ich persönlich da tierisch Lust drauf und mir macht das super viel Spaß. Wir sind aber auch ein professionelles Painting-Studio und nicht viele professionelle Studios teilen so ihre Geheimnisse zum Malen, weil bei uns geht es ja nicht nur darum, schön zu malen, sondern auch möglichst effizient. Und genau deswegen machen wir die Tutorials, damit wir auch euch zeigen können, was wir so für kleine Tipps und Tricks haben. So ein Malvideo läuft eigentlich immer gleich ab. Wir schauen erstmal, was möchten wir euch zeigen, an welcher Figur zeigen wir es, in welchem Farbschema. Und dann suchen wir erstmal alle Farben raus, gucken einmal genau, was für Schritte wir abarbeiten werden, machen dann das ganze Setup mit der Kamera und dem Platz, an dem ich male, und dann wird gefilmt. Haben wir dann also alle Aufnahmen, trennen sich hier unsere Wege. Also, wir teilen uns in 2 Räume auf. René und ich gehen in der Werkstatt weiter Aufträge bemalen und Ruben macht im Setraum den Rohschnitt. Also Donnerstag nutze ich dann den Tag über, um das Video für Freitag fertig zu schneiden. Bei den Malvideos zum Beispiel mache ich dann erstmal so einen groben Rohschnitt, dass Ginny dann nochmal reinschauen kann und wieder weiß, wann habe ich welchen Schritt gemacht und wie sah das Ganze aus und was musst du eigentlich für einen Text dann drauf, um das zu erklären. Ist der Rohschnitt dann fertig, kommt das Voice-Over. Ich setze mich also hin, gucke mir den Rohschnitt an und schreibe mir erstmal auf, was ich zu den verschiedenen Schritten sage, um es euch irgendwie bestmöglich zu erklären. Und dann schnappe ich mir mein Mikrofon und vertone das Ganze. Die Malvideos sind dabei noch am unaufwendigsten, weil da habe ich eine chronologische Aufnahme. Die muss ich einfach nur runterarbeiten. Aber dann gibt es natürlich noch Videos wie das Airbrush-Video oder ein Battery-Port, die halt einfach nicht so chronologisch aufgenommen sind und wo ganz viele kleine Schnipsel zusammenkommen, die alle irgendwie in Position gebracht werden müssen.
Das ist dann schon ein ganz schöner Aufwand. Am meisten Spaß hat bis jetzt das Geländevideo gemacht, wo wir unsere eigene 40k-Platte gebaut haben, weil das war einfach so eine echte Geschichte. Wir haben da wirklich über 1,5 bis 2 Wochen so gelitten und so viele Leute kamen her und haben uns geholfen und saßen an diesem Tisch und haben dieses Leid des Goldmalens in sich aufgenommen. Und da konnte man dann einfach so eine schöne Dramaturgie reinbringen, das Ganze mit Musik unterlegen und ein bisschen inszenieren. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese echte Geschichte so zu verpacken und dem Zuschauer näher zu bringen, wie sich diese ganze Situation eigentlich angefühlt hat. Unsere Paintomancy Medienwoche endet dann im Endeffekt am Donnerstag und zwar mit dem längsten Maltisch auf Twitch. Das ist um 19 Uhr und schaut da gerne mal vorbei. Die Idee davon war eigentlich, dieses alte Gefühl vom GW-Maltisch wieder aufleben zu lassen. Weil wir sind eigentlich ein ziemlich großer Freundeskreis und wir kennen uns alle über den GW schon seit bestimmt 10 Jahren oder sowas. Also wir sind da irgendwie alle so in unseren Teenager-Jahren reingetröpfelt und haben uns irgendwie einfach weiterhin dann sind in Kontakt geblieben. Nur jetzt durch Uni, Job, Ausbildung, teilweise noch Schule, ist das halt alles ein bisschen schwierig geworden. Und der Maltisch soll irgendwie dabei helfen, einerseits für uns, dass wir wieder, auch wenn auch nur virtuell, zusammensitzen können, aber auch, dass ihr als Zuschauer euch einfach mit dazusetzen könnt und wir alle zusammen Hobby machen. Ja, um das Ganze aber mit dem Maltisch überhaupt erst möglich zu machen, brauchten wir ja erstmal überhaupt einen Tisch. Also mussten wir einen basteln und das sollte ein besonderer Tisch sein, weil der sollte 90x44 sein, also genau das neue, die neue größte Größe von Games Workshop, hier von Warhammer 40.000. Und wir brauchten eine austauschbare Mittelplatte, wo eine davon so Löcher hat, wo wir die Mikrofonkabel durchführen können. Weil dann können wir die unter dem Tisch lang führen und dann sind die nicht auf dem Tisch, weil auf dem Tisch sieht das wieder super hässlich aus. Und das konnten wir nicht. Und deshalb haben wir nämlich Bobo und Bernhard gefragt, ob die nicht vielleicht Lust hätten, einen Tisch für uns zu basteln. Also nochmal danke an Bobo und Bernhard, dass ihr hier den Tisch gebaut habt. Ich weiß, es war teilweise sehr viel Stress, aber sehr lieb von euch. Irgendwie hat sich Kashi als ein fester Bestandteil vom Maltisch etabliert und deswegen ist sie auch fast jeden Donnerstag dabei. Wir bauen dann also jeden Abend das Setup erstmal auf. Dafür müssen wir unsere Schreibtischstühle von oben aus der Wohnung holen, was wirklich super lästig ist, weil wir haben einfach nicht genug Schreibtischstühle, aber wir arbeiten halt mit dem, was wir haben. Und um 19 Uhr heißt es dann Action. Okay, soll ich mal vorlesen, was für Tabletops ich besitze? Nicht Spiele, sondern... Oh, Lappe, 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 Lappe! Hier ist ein Sturmbeutel. Gestartet. Und da ist ein Silberfisch. Cool. Ja gut, ist halt Keller, ne? Ich bin bei Part 2 meiner Bushido The Game... Oh, ich hab's komplett was? Vergessen, dass wir das letzte Woche geändert haben. Oh lol, ich dachte schon, what the fuck? Meistens bereiten wir Freitag dann noch Sachen für die nächste Woche vor und gehen natürlich unserer Haupttätigkeit nach, nämlich dem Aufträge bemalen. Wir sind immerhin noch im Painting-Studio. Ihr seht also, eine Woche ist normalerweise bei uns ziemlich vollgepackt, es macht aber auch eine Menge Spaß. Da ihr uns bis hier so zahlreich unterstützt habt, wollen wir euch natürlich jetzt auch etwas zurückgeben. Deswegen machen wir ein Gewinnspiel zusammen mit PK Pro und dem Taschengelddieb. Zu gewinnen gibt es jeweils einen saftigen 50-Euro-Gutschein. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist Abonnent zu sein und unter diesem Video hier zu kommentieren, was ihr euch von dem Gutschein gönnen würdet. Natürlich geben auch wir, das Paintomancy Studio, etwas an euch zurück. Davor aber noch ein paar Informationen über unser Patreon. Damit könnt ihr uns unterstützen und helfen, dass wir weiterhin Videos produzieren können. Wir sammeln allerdings auf unserem Patreon nicht nur per Crowdfunding Geld, sondern geben euch auch einiges zurück, damit ihr einen Mehrwert habt. Deshalb bieten wir euch verschiedene Level an, bei denen ihr unterschiedliche Belohnungen bekommt, damit auch jeder etwas davon hat. Angefangen bei unserem kleinsten Pledge, bei dem ihr monatlich einen Update-Podcast bekommt. Da reden wir über kommende Projekte im Bemalstudio und natürlich auch über unsere YouTube-Projekte. Über exklusive Bemaltutorials bis hin zu Einzelcoachings ist alles dabei. Schaut also auf jeden Fall mal rein. Also zurück zum Gewinnspiel. Wir verlosen unter allen Patreons, die bis zum 1.10. dabei sind, eine Character Series. Das bedeutet, dass wir ein beliebiges Infanterie-Charaktermodell eurer Wahl auf Level 4 bemalen und dazu auch noch ein YouTube-Video machen. Das Besondere ist, ihr müsst euch nicht mal darum kümmern, das Modell zu besorgen, das übernehmen wir nämlich für euch. Also nochmal vielen Dank an PK Pro und Taschengelddieb, die uns bei diesem Gewinnspiel hier so großzügig unter die Arme greifen. Und natürlich auch an euch, die Zuschauer, weil ohne euch wäre das Ganze hier sowieso nicht möglich. Also dann, bis zum nächsten Mal.